Jo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge BeatFK. Heute Special-Folge gemeinsam mit unserem Partner Winamax, dem Anbieter mit den besten Quoten und 0% Wettsteuer. Und nutzt gerne unseren Code FreeKickers24. Da bekommt ihr nochmal 10 Euro Freebets. Alle Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt seht ihr den Kandidaten, der heute gegen mich antritt. Servus. Servus Dennis, alles klar? Soweit schon. Jetzt stelle ich einmal kurz vor. Servus, ich bin der Dennis, ich bin 22 Jahre und spiele aktuell in der Herren Landesliga beim TSC Zwobrügge. Ja, wie eigentlich immer bei BeatFK darf der Kandidat sich einen Preis aussuchen. Hättest du da irgendeinen besonderen Wunsch? Ich hätte gern Cristiano Ronaldo Trigger. Ja, sprechen wir nicht lange, starten wir direkt rein. Wie immer, BeatFK, erste Challenge, Five Shot. Würde ich sagen, ich lege vor. Legen wir los. Schade. Schade, Jan. Unter den Händen durch. Tasche komm. Ja. Boah, souverän. Macht da gut. 35 stark. Boah, stark, 4 von 4. Was hast du gegessen? Oh ne, schlecht, den verleg ich. Scheiße. 4 von 5 stark. Ah, der letzte ist ärgerlich. Digga, freu dich. Ja, ich sei, der letzte ist trotzdem ein bisschen ärgerlich. So, erste Runde von Dennis. Ich habe auf jeden Fall schon mal gut vorgelegt mit 4 Treffern. Schauen wir mal, was Dennis so anbieten kann. Oh, souverän, Torwart verladen. Das ist 1 gegen 1. Lässt sich da viel Zeit. Hey. Stark von Jan. Jetzt schauen wir mal, Freistöße. Ah, ja, zu zentral. Ja, ist weg. Der ist weg. Ah, der war ja schlecht. Schade. Ja, die Annahme ein bisschen zu weit nach vorne. Aufgeregt halt. Ja. Ja, das ist nicht so einfach, wenn man das erste Mal vor der Kamera sowas abartig macht. Abartig. Sau nervös, ne? Ja, du. Passiert. Ja, Spielstand nach der ersten Runde ist 4-1 für mich. Mit 3 Treffern kann ich dann auch schon die erste Challenge zumachen. Also sollte das auf jeden Fall das Ziel sein. Hoffen wir mal, dass Jan mehrere hebt. Ah. Und der Land sogar. Schade. Oh, vorbei. Ja, vorbei, schlecht. Sehr wichtig. Ja, da wollte ich zu viel. Ah, Traumding. Kann man nicht halten. Also die 3 Freistöße bisher waren alle gar perfekt fast. Oh. Nee, der war schlecht. OG-Position. Ich hätte jetzt mal gesagt, werf nochmal, aber ist egal. So, 5 Stück muss ich machen. Dennis muss jetzt auf jeden Fall eine 5er-Runde machen, um noch ins Stechen zu kommen. Das wird auf jeden Fall schwierig. Hängt Jan ein bisschen hoch ab. Nummer 1 gegen 1. Ja, geht da gut vorbei. Ja. So, jetzt 2 Freistöße. Hat auf jeden Fall bei jedem Schuss hat er Druck. Oh. Ja, schade. Schade. Ja, ist auch zu hoch. Ja, nimmt er gut an, schön vorgelegt. Ja, macht er gut weg. Scheiße, heiß stehst du. Ja, schon war schlecht. 3 Treffer, 2. Runde war auf jeden Fall solide. Ja. 1. Runde war halt ein bisschen ärgerlich. Passiert. Macht man nichts. Erste Challenge ging mit 6-4 an mich. Würde ich sagen, starten wir direkt rein in die zweite Challenge. Relativ simpel, 1 gegen 1, jeder 3 Versuche. Verteidiger spielt vom Elfmeterpunkt an, der Stürmer startet am 16er Kreis und dann ganz klassisch. Wer mehr Tore erzielt, gewinnt. Du darfst vorlegen. Jo. Ja, ich habe einen scheiß Schritt gemacht. Ja, der ist früh genug rüber, das war halt. Das war schlecht von mir. Ah, zu wenig Tempo hat. Boah, leck! Ich hab die ganze Zeit das scheiß Mikro in der Hand. Wie nervig. Boah. So, letzter Versuch, wenn ich treffe, habe ich schon 2 gewonnen. Auf geht's. Nein! Wie ist denn, wenn er trifft? Unentschieden. Sudden Death. Boah, nee. Ja!
Edward gelangt, dreimal gut verteidigt. Ist jetzt ins Elfmeterschießen alles oder nichts? Ah, wie dumm. Zweite Challenge ging an Dennis. Deshalb geht es in der dritten Challenge wieder Sudden Death Penalties. Wer als erstes verschießt, wenn der andere trifft, hat verloren. Ich stehe vor. Komm, Jan, nachstellen. Oh, schade. Ja, souverän. Und Jan kann jetzt mal in der Halle. Schade, Jan. Ganz knapp. Komm, Jan, den Hasch jetzt. Auf geht's. Komm, Jan, aller guten Dinge sind drei. Jetzt Hasch, ne? Stark, Jan. Schade. Schade, war knapp, aber knapp, guter Kandidat. Leider ein bisschen schlecht an der Five-Shot gestartet, aber... Ja, Elfmeter hält Jan auch richtig gut, also er war gar nicht so schlecht geschossen, war halt ein bisschen, ja, halb hoch. Ja, halb immer hoch. Relativ dankbar für den Torhüter, aber trotzdem starke Leistung. Technik, Alter. Aber du hast trotzdem noch die Chance, da es ja ein Winner-Max-Special ist, dass du nochmal gegen den nächsten Kandidaten 1 gegen 1 machen kannst, kannst dir da noch 100 Euro sichern, also da auf jeden Fall viel Glück. Jetzt warm. Reicht beim Aufwärmen? Ah, genau in dem Arm. Oh, alles gut. Oh. Ah, schlecht gemacht, Dennis. Gut blockiert. Ah, zu weit vorgelegt, Dennis. Boah. Ja. Das heißt, es geht in die Verlängerung. Ja, wichtig. Sehr wichtig. Er muss treffen. Oh, stark. Danke. Stabil, Jungs. Danke. Wir haben nächstens die 100 Euro mitgenommen. Kann man trotzdem ein bisschen zufrieden sein. Was machst du mit dem Geld? Werde ich mal Ronaldo-Trikot wahrscheinlich hole. Nee, ich weiß noch nicht. Hier hast du das Geld. Dankeschön. Ich hoffe, du machst was Cooles raus. Jawohl. Viel Spaß damit und saubere Leistung. Danke. Willst du jemanden grüßen? Ja, ich grüße Tim Gamp und Quincy Henderson. Oha. Und Luis Kessler. Okay.